Was nicht aufgeklärt ist bisher, das finde ich selber erstaunlich, ist, dass die Überlegung besteht, dass über Berlin hinaus es ein Netzwerk gegeben haben muss, das Kendler bedient hat. Dieses Netzwerk ist nur fragmentarisch bisher aufgeklärt, aber man muss davon ausgehen, dass dieses Netzwerk 2008, als Kendler gestorben ist, nicht mitgestorben ist. Und man fragt sich jetzt, unter welchem Deckmantel läuft dieses Netzwerk eventuell weiter.